Und damit herzlich willkommen zurück zu Teil 23 von Outlast 2 und ich denke mal, wir gehen mit großen Schritten dem Ende nach. Ich meine, es regnet ja schon Blut, also wie schlimmer kann es noch werden? Der Kerl steht immer noch da oben. Der Spargel-Tarzan da oben. Hier sind wieder irgendwelche Köpfe aufgespießt. Ich sollte vielleicht erst noch mal kurz meine Kamera. So, genau. Ich denke mal, der springt gleich runter und verfolgt mich, aber das ist mir nur relativ wurscht. Ich begebe mich mal weiter und. Komm ich da hoch? Da komme ich da hinten rum oder. Natürlich überhaupt nicht fällt. Da ist abgesperrt, also muss ich doch irgendwie. Wenn ich jetzt irgendwie vorbeizwängen kann. Nee. Dach nicht. Oder durchs Fenster oder. Wenn ich wieder weiterkomme. Ich bin durch. Sehr seltsam. Diese Tür. Ich sage mal, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Also hier sind wieder lauter Schränke, da kann man sich verstecken, das ist schon was. Aber wie gesagt, ich möchte es noch mal betonen, ich habe es verdammt lange ausgehalten, ohne mich zu verstecken. Kriechen? Wieso soll ich kriechen? Sind das meine Schritte oder sind es Schritte von irgendjemand anderen oder... Werkzeugkiste. Da. Kaputt. Wie immer. So. Kapitel 12. Warum bin ich gerade erst bei Kapitel 13? Wurscht. So. Und nun endlich aus dem Tempel die Lehre des Sullivan Knot, Diener der Wahrheit und gläubiger Zeuge. Das Tor zum Paradies, der uns liebte und reinigte und von unseren Sünden in unserem Blut. Gedenke, du bist gefallen und schuldest Buße. Blutig Werk steht bevor. Darum härte dein Herz und Hand und schärfe die Klinge. Und wisse, jene Dinge kommen dem Antichrist zuvor. Doch fürchte nicht, was du erleiden wirst. Fürchte nicht die Träume, die jenseits des Schlafes wandeln, die dich fesseln und foltern werden, die deine unbußfertigen Sünden aus den Verliesen deines Geistes reißen und deine Fehler, selbst die jungfräulichen Ängste deiner frühen Jahre, sollen dich heimsuchen und du sollst bluten und weinen und Reue zeigen. Denn die Sünden der Vergangenheit werden auferstehen, bevor es die Toten an den letzten Tagen tun. Denn du bist schwach und hast alle Namen verweigert und in Zeiten der Versuchung zu lange gezögert. Und die Luft wird schwer sein wie Heuschrecken und dein Atem stoppen. Und du wirst überkommen werden von Beulen und Krankheit. Dein Körper sei Tempel und Heim der Seuche und dein Geschlecht wird welken und rotten wie Aas für die Geier. Und die Leichen auf dem Wasser liegen wie dich an dicht und sind fest wie Land und der Tod ist eine offene Tür, die kein Mann schließen kann und die Engel hören deine Stimme nicht. Und die Adern des Lügengottes im Himmel werden geöffnet und sein Blut falle wie Regen, dem darf nichts leben, findet Gott Vollkommenheit nicht in seiner Vollkommenheit selbst.
Ja. Also das sind alles irgendwie so Art Anzeichen zur Apokalypse. Gehe ich mal davon aus. Ich muss die Funktion, also das ist zu. Komme ich da drüber oder wie oder was oder wo oder. Okay, ich habe noch nicht rausgefunden, was. Ach, da ist ja dir. Das war wieder so klar. Also muss ich doch irgendwie. Aha, okay. Versuchen wir es mal mit durchkriechen. Ich warte mal kurz. Oh oh. Das war schlimm. Echt, die blöde Drecksau kommt mir hinterher! Scheiße! Schrank, 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 irgendwas! Geh mal rein! Ach du Scheiße. Was war das für ein Freak? Der steht direkt vor dem Schrank. Was war das für ein Freak, ey? Scheiße, Mann, wo ist der Penner? Also ich denke mal, ich bin richtig, ich muss da unten durch. Oh, da steht er, ne? Jetzt läuft er weg. Okay. Gut, Versuch. Erstens, Tür auf, renne unter das Ding durch und hasta la vega. Gut, guter Versuch, probieren wir. Scheiß Versuch. Ha! Schlampe! Lauf doch! Lauf! Mach irgendwas! Geh hin! Mach! Tonne! Tonne! Versteck! Der sieht mich nicht! Nein! Nein, der sieht mich nicht! Hey, der hat mich nur einmal erwischt. Das war ein guter Plan. Okay. Einmal heilen. Mach schneller, du Sack. Oh oh. Oh oh. Was? Wer bist du denn? Ich guck mich mal schnell um, wo ich vielleicht eventuell hinlaufen könnte. Er springt wieder runter. Okay, ist in Ordnung. Er ist nicht gerade, ich muss mal durch. Ich komme nicht durch. Komm ich da unten durch? Definitiv nein. Kletter irgendwie wieder drüber oder mach irgendwas. Ah! Verdammt! Treppe hoch! Der Kerl ist nicht ganz dicht, warum ich doch gerade enttäuscht, also sorry. Der hat immer alles das im Schrank. Der Kerl verfolgt mich ohne Ende. Geh da durch, du Sack! Ach hier! Ich glaube, der kommt da nicht. Ey, ist der hässlich! Scheiße, Mann, wo soll ich hin? Verflucht, wir sind jetzt wo? Was soll ich tun? Mach doch was! Scheiße! Ey!
Okay. Ist in Ordnung. Also ich habe jetzt eine gewisse Zeit, um irgendwie rauszukriechen, was ich hier machen soll. Ich gucke mich hier erst mal kurz rum. Ah! Jetzt kapiere ich's! Jetzt bin ich sowieso dumm, ne? Das ist ja klar. Also lassen wir uns mal fremdgehen. Jetzt wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Okay. Ich bin tot. Okay, wir müssen das Ding wegschieben. Ist in Ordnung. Kein Problem, wenn wir ja irgendwie hinkriegen. Hoffe ich. Scheiße. Lauf, du Arsch. Schieb doch, schieb doch. Ich spring einfach mal raus. Ich muss mich sehen. Ah ja, okay, ich bin wieder in der Schule. Okay. Hallo? Geht der mit hoch? Ja. Ich kann wieder nach unten. Also ich hänge hier irgendwie in der Hauswand. Absolut keine Ahnung, was hier abgeht. Ich laufe einfach mal drüber. Da rein? Nein. Ah, da ist ein Fenster auf. Ah ja, alles klar, sehr ernst. So, jetzt aber. Hallo, das Fenster ist offen. Geh da rein. Eben. Okay. Hört ihr das? Ruhe. Keine Sau da. Ich sag's lieber nicht so laut. Die Tür ist offen. Was sagen eigentlich meine Batterien nur dazu? How the fuck do I get out of here? Finde einen Weg hier raus. Mhm. Leichter gesagt wie getan. Mach's Loch auf. Mhm. Gucken wir erst mal da schnell. Ja, warum gucke ich doch eigentlich immer wieder nach? Da ist es sowieso überall zu. Oh. Oh. Das erinnert mich irgendwie an Outlast 1. In dieser Turnhalle, wo die ganzen Leichen an der Decke hingen. Ich soll auch, Entschuldigung. Nur, jetzt hängen sie alle da draußen. Und wozu geil an was hängen die? Die müssen doch, die Seile müssen doch da oben irgendwie festgemacht sein, aber. Unglaublich. Shithouse? Lass mich raten, wie wir das Spiel beschlossen. Freilich. Ebenfalls wegen der Überfüllung geschlossen. Da kommt jetzt ein Schock, aber so kommt nicht einmal vorbei. Jetzt kommt zu. Da kommt jetzt ein Schock, Jesus. Nee, ebenfalls wegen der Überfüllung geschlossen. So, also hier geht mir gar nichts. So, da bin ich hergekommen. Da will ich hin. Aber die Tür geht nicht auf. Definitiv. Okay. Ich höre mir lieber auf zu rennen, weil wenn dieses blöde Viech jetzt gleich wieder kommt, muss ich sowieso wieder rennen. Thank you.
ist dann... Oh, da vorne liegt eine Batterie. Das ist doch schon ein bisschen viel wert. Heieiei. Jessica lives Blake. Also Jessica lebt Blake. Würde ich jetzt einfach mal tippen, ob das so ist, weiß ich noch nicht. Also dieses Mädchen, was hier immer andauernd rumrennt, das ist definitiv diese Jessica. Ach, ich hab doch gedrückt, Mann. Jungs, wir haben 9.35 Uhr. Ich wollte es nur sagen. Ich sehe den Schatten. Ja, ich sehe den Schatten. Ich will aber nicht. Verdammte Scheiße. Ich will nicht zurück. Der steht direkt hinter mir. Fuck you. Irgendwie bin ich froh, dass er nicht da steht. Scheiße. Da geht gar nichts. Nee. Fällt es jetzt auch runter? Dann geht's wieder in die Bücherei. Heißt das, ich soll wieder an die Computer oder wie? Die Türen sind noch offen, die habe ich vom letzten Mal alle offen gelassen, also... Das war das, wo die Batterie gelegen war. So, dieses blöde Viech muss ich doch eh immer nur mal verrückt machen, also ich muss doch das mal verrückt. Scheiß Vieh. Was geht denn da ab? Nix. Da ist wieder dieser Tageslichtprojektor. Das mal ist er direkt an dem weißen Ding. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, dass ich wieder so eine Folie finden muss. So. Das ist ja eine tolle Wurst. Das ist okay. Gehen wir mal auf die Suche nach einer Folie. Die ich dann wahrscheinlich da wieder drauflegen muss. Oder ich gehe mal hin, vielleicht. Nee, ich kann. Ich gehe da weiter hoch.
Muss ich wieder zurück, ob ich will oder nicht? Da ist die Tür zu. Ist aber gar nichts. Die Musik lässt eigentlich wieder mal gar nichts drin, das errufen. Oh, das ist gerade ein Schatten. Vorbeigelaufen, oder sehe ich das falsch? Gott, das ist ja wie ein... Oh Mann. Oh nein, mit der schon wieder. Ich renn. Ich weiß nur nicht wohin. Scheißegal! Wo bin ich verdammt? Was? Ich seh nichts mehr! Wo bin ich denn? Hallo! Ich hab mich total verirrt, ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Also ihr gerade ist ja ein Scheiße wie ich. Nee, also ich verkacke Eier. Ich muss doch wohl irgendwie wieder rüberkommen. Da. Sackgasse. Hier rüber. Gespeichert. Gut. Und da kommt irgendwas angelaufen. Hä? Muss ich das verstehen? Ich weiß nur eins. Blöde Kuh, musst du mich so erschrecken? Ja, ist ja schön, dass er kommt. Ich gehe mal langsam in Richtung von diesem komischen Licht da. Hier ist aber die Funzel O. Stellung so blöd oder laufe ich da irgendwie schräg? Shit! Alter Scheiße! Der hat 25.000 Hände, also der kann mich nicht hin. Ey! Jungs! Ey, das könnt ihr doch wohl nicht bringen! Genau. Shit! Es hängt. Please, wait! Fuck, es hängt wieder. Oh!
bin wieder hier. Okay. Hat es jetzt gespeichert? Ja. Gut. Okay, wir machen hier jetzt wieder einen Cut rein. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben oder abonniert mich, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt hier mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und grüßt mir die Ohren.